Hallo, liebes Sternzeichen Schütze. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung für den Monat Juni 2024. Ein herzliches Willkommen auch an alle Crosswatcher und die neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Während ich die Karten mische und den Monat in zwei Hälften auslege, hier noch ein paar Hinweise für dich. Schau dir auch gerne die Legungen für deinen Aszendenten, dein Mond und oder Venuszeichen an. Dies ist eine allgemeine Legung. Höre auf dein Gefühl, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst und bedenke bitte, Zeit ist fließend. In einer allgemeinen Legung deute ich die Hof- und Personenkarten neutral. Ebenso können auch hier und da die Rollen vertauscht sein. Die Kartendecks, mit denen ich lege, findest du in der Infobox unter diesem Video, ebenso die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Wenn dir diese Legung gefällt, freue ich mich ganz sehr über ein Like. Schreib mir auch gerne einen lieben netten Kommentar. Gerne kannst du meinen Kanal durch ein Abo unterstützen. Dieses kostet dich nichts und dir entstehen daraus keinerlei Nachteile. Und nun wünsche ich dir viel Freude mit dieser Legung. Lieber Schütze, das sind deine Karten für den Monat Juni. Schauen wir mal rein, was sich da zeigt. Und ich starte mit der Überschrift aus dem Moonology Orakel. Was zeigt sich da für dich, lieber Schütze? Meditiere und denk nach. Ja, ich habe hier Neumond in den Fischen und Fische, ja, da geht es immer um Gefühle, um Emotionen. Vielleicht ist es hier jetzt notwendig, dass du hier ein bisschen zur inneren Ruhe kommst, deine Gefühle hier so ein bisschen sortierst, ne? Vielleicht hier auch deine Gefühle ein bisschen zur Ruhe bringst, ne? Vielleicht das nehme ich hier stark wahr. Ich habe hier auch Fische-Energie. Lieber Schütze, du könntest es auch hier mit jemandem aus dem Sternzeichen Fische zu tun haben. Ich habe hier Neumond, neue Phase, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Vielleicht zeigt sich hier auch etwas Neues für dich, etwas Neues in deinen Gefühlen. Dann ist es natürlich hier notwendig zu meditieren, vielleicht hier über diese Situation nachzudenken. Wir schauen mal weiter, was sich hier so zeigt. Für die erste Monatshälfte, was habe ich da für dich? Ja, eine sehr schöne Karte, lieber Schütze, die reiche Ernte. Ja, eine reiche Ernte steht bevor, das kriege ich hier so rein. Also, ja, Gutes möchte dich erreichen, sozusagen, eine reiche Ernte. Na, also etwas wird fruchtbar, etwas fällt auf fruchtbaren Boden. Du kannst hier eine reiche Ernte erzielen, lieber Schütze. Schöne Energie. Schauen wir mal, was sich da aus den Tarotkarten so zeigt. Ich muss das hier nur so hinlegen, dass du am Ende auch noch alles sehen kannst. Schauen wir mal, was sagen die Tarotkarten dazu? Ja, schön. 9 der Kelche, der Narr und die Kraft. Ja, Wahnsinn, lieber Schütze. 9 der Kelche, dein Glück, deine Zufriedenheit, deine Selbstliebe. Hier, meditiere, denk nach. Ne, was macht dich glücklich? Was macht dich zufrieden? Eine reiche Ernte steht bevor, also eine sehr schöne Energie. Achte auf deine Bedürfnisse. Das nehme ich hier so wahr, lieber Schütze. Der Narr. Der Narr steht für Neubeginn. Der Narr steht auch für einen leichten Neubeginn, ne? Also mit wenig Gepäck. Der Narr, ja, steht auch dafür, hier vielleicht ein bisschen ein Wagnis, ein Risiko einzugehen. Also etwas Neues zeigt sich da. Ja, vielleicht ne? Etwas Neues, ja, was dir gefällt, was du anfängst zu lieben. Ne? Also hier geht es ja um deine Selbstliebe, es geht um deine Bedürfnisse. Du hast hier 9 gefüllte Kelche, glücklich und zufrieden zu sein, hier vielleicht einen Neubeginn zu starten. Und da habe ich die Kraft. Ja, und hier geht es um deine Kraft. Also ich nehme es hier stark wahr. Achte darauf natürlich, lieber Schütze, was dir Kraft zieht und was dir Kraft bringt. Ich habe hier mit der Kraft auch Löwe-Energie. Also du könntest es hier auch mit jemandem aus dem Sternzeichen Löwe zu tun haben. Und ich nehme stark wahr, hier zeigt sich was Neues, ein Neubeginn. Hier vielleicht ein bisschen mutig zu sein, vielleicht hier auch ein Risiko einzugehen. Also ne, mutig zu sein, hier auch mit der Löwe-Energie. Löwe steht ja auch für Mut. Mutig zu sein, hier
damit du glücklich wirst, deine Bedürfnisse befriedigt werden, damit du ja dich glücklich und erfüllt fühlst. Eine reiche Ernte steht hier bevor, also eine sehr schöne Energie habe ich hier für dich, lieber Schütze. Etwas Neues zeigt sich. Na, vielleicht findest du etwas Neues, was du liebst. Vielleicht im beruflichen Bereich, vielleicht eine neue Wohnung, etwas, ja. Ja, und dann ist es hier vielleicht auch notwendig, hier mit ein bisschen Mut an die ganze Sache heranzugehen. Ne? Also auch das nehme ich hier stark wahr, lieber Schütze. Vielleicht einen neuen Beruf, also irgendetwas Neues zeigt sich hier, was dich glücklich und zufrieden macht. Ja, sehr schön. Ein neues Glück für dich, könnte man sozusagen. Du gehst darin auf. Ne? Du liebst es. Ne? Und das gibt dir Kraft. Ja, sehr schön. Schöne Energie, lieber Schütze. Sommer, jetzt ist die Zeit, aktiv Pläne umzusetzen. Ja, also jetzt ist eine gute Zeit, hier vielleicht hier einen Neubeginn zu starten. Ne, vielleicht hier auch mit einer Person. Wie gesagt, ich habe hier auch Sternzeichen Löwe liegen, Löwe-Energie. Es kann natürlich ja auch sein, ja, dass dich hier jemand glücklich und zufrieden macht. Ne? Also, und da geht es darum, hier vielleicht auch einen Neubeginn zu starten. Schau da aber jeweils auf deine Situation. Jetzt ist die Zeit, aktiv deine Pläne umzusetzen. Eine sehr schöne Karte. Ja, also werde hier aktiv. Na, du hast hier jetzt die Kraft, du hast hier jetzt die Stärke, etwas umzusetzen, einen Plan zu verwirklichen und einen Herzenswunsch von dir. Ja, schöne Energie. Schauen wir mal, was sich hier noch zeigt aus dem Lenormand. Ja, da habe ich den Baum. Und der Baum, der steht auch für Kraft, er steht für Vitalität. Ne, der Baum steht auch für die Wurzeln, der Baum steht für Heilung. Der Baum steht für ein Wachstum, für eine Weiterentwicklung. Hier, eine reiche Ernte steht bevor. Ja, ich habe es hier. Ja, es könnte hier um den häuslichen Bereich gehen. Hier, um dein Zuhause, deinen häuslichen Bereich, deine Familie, dein Privatleben. Da könnte sich hier etwas zeigen, etwas weiterentwickeln. Vielleicht hier neue Wurzeln. Wie ich schon sagte, hier vielleicht hier sogar ein neues Zuhause, einen neuen Standort sozusagen. Ne? Und vielleicht, ja, ist dir das noch unklar. Ne? Hier gibt es noch Unklarheiten mit den Wolken. Also etwas zeigt sich hier vielleicht jetzt noch nicht. Ne? Also vielleicht bist du auch ein bisschen betrübt. Auch das kriege ich hier rein. Ne? Also schau da bitte. Also es geht hier stark um den häuslichen Bereich mit dem Haus. Geht es auch um Stabilität und Sicherheit. Ne? Das Haus bietet dir Schutz. Das Haus ist auch eine Schutzkarte. In deinem Zuhause fühlst du dich wohl. Mit dem Haus geht es auch ums Ankommen und es geht darum, hier ein Fundament zu legen, auf dem man etwas aufbauen kann. Und ich nehme es hier stark wahr. Du hast hier jetzt die Kraft und die Vitalität, ein Fundament zu legen und dir hier vielleicht etwas Neues aufzubauen. Auch das kriege ich hier so rein. Ja, vielleicht hast du noch ein bisschen Zweifel, denn da habe ich ja meditiere und denk nach, um hier vielleicht dir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, ne? Ängste und Zweifel hier vielleicht auch aufzulösen in deinem Inneren, in deinen Gefühlen, ne? Vielleicht, ja, hast du ein bisschen ein mulmiges Gefühl, vielleicht, das nehme ich hier stark wahr. Dann gilt es, das hier das aufzulösen. Hier könnten sich aber auch Unklarheiten und Missverständnisse auflösen. Also etwas zeigt sich hier im Wachstum mit dem Baum. Hier kommt Wachstum in eine Situation, Sicherheit, Stabilität und vielleicht erkennst du das jetzt auch in diesem Moment noch nicht. Auch das wäre möglich. Die dunklen Wolken ziehen vorbei. Na, und ja, hier scheint dann wieder die Sonne. Na, also jetzt ist die Zeit, aktiv Pläne umzusetzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier im Lenormand ja die Wolken auch der Ex-Partner sind. Und es kann natürlich auch sein, dass man hier vielleicht die Wurzeln oder das Zuhause, ne, hier, dass hier vielleicht sich wieder etwas entwickelt oder wieder etwas erwächst mit einem Ex-Partner, Ex-Partnerin. Da schau aber bitte auf deine Situation. Ich nehme es aber eher stark wahr, eher, dass hier etwas Neues zeigt. Denn der Narr
Das ist wie alles auf Null stellen, etwas Neues. Ne, ich nehme es hier so wahr, vielleicht verliebst du dich in eine neue Arbeit, in ein neues Hobby. Ne, und das gibt dir Kraft und Stärke und vielleicht hier auch ein neues Zuhause, neue Wurzeln. Ne, dass du hier vielleicht auch umziehst, an einen anderen Ort gehst. Ja, und vielleicht hast du da ein bisschen Bedenken. Ne, vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Unklarheiten. Auch das nehme ich hier so wahr. Schauen wir mal weiter, was sich da zeigt. Ich habe hier den Engel der Verkündigung. Wunder manifestieren sich in deinem Leben. Also eine sehr schöne Energie für dich, lieber Schütze. Wunder können sich hier ereignen. Wunder manifestieren sich in deinem Leben hier. Ich habe auch das Meditieren, nutze hier auch die Kraft der Manifestation. Und der Engel verkündet dir, dass sich hier Wunder manifestieren können in deinem Leben. Sehr schön. Wir haben hier ja die reiche Ernte. Eine sehr interessante, sehr schöne Energie habe ich hier für dich, lieber Schütze. Ja, also du wirst hier glücklich und zufrieden sein. Du wirst dieses Glück spüren. Ne? Du wirst spüren, wo hier deine Wurzeln sind, wo du hier vielleicht auch ankommen möchtest. Vielleicht hast du deswegen hier auch noch ein bisschen Unklarheiten, deinen neuen Standort zu finden. Auch das wäre möglich. Schauen wir mal auf die Liebe. Ich habe hier Flucht und Kampf. Und ich habe hier Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Also was ich hier so wahrnehme für die Liebe, es geht hier um Flucht und Kampf. Auf der einen Seite hier vor etwas zu flüchten oder auf der anderen Seite hier den Kampf aufzunehmen. Ich nehme es sehr stark wahr, dass du dich hier vielleicht noch von etwas befreien darfst. Nichts kann dich aufhalten. Ich habe hier Schütze. Der Schütze lässt sich an sich sowieso nicht aufhalten, wenn er sich etwas vorgenommen hat. Ne? Und vielleicht, ja, ist es gar nicht nötig, hier weder zu flüchten noch zu kämpfen. Ich nehme es stark wahr, dass du dich nicht aufhalten lässt bei dem, was du dir vorgenommen hast. Das nehme ich hier stark wahr, auch in der Liebe. Na, also ich nehme es hier auch stark wahr, dass du spürst, lohnt es sich hier für etwas zu kämpfen oder ist es vielleicht besser, na, ja, aus dieser Situation herauszugehen. Das nehme ich hier auch für dich stark wahr, lieber Schütze. Auch in der Liebe nehme ich es so wahr, dass du dich hier durch nichts und niemanden von deinen Plänen abbringen oder aufhalten lässt. Na, also ja. Und was für dich bestimmt ist, das möchte ich hier bei dieser Karte noch dazu sagen, dafür musst du nicht kämpfen und davor kannst du auch nicht fliehen. Das wird sich in deinem Leben zeigen. Na? Ja, dann schauen wir mal auf die zweite Monatshälfte, was sich hier so zeigt. Ja, und da habe ich eine neue Haltung. Und hier geht es jetzt darum, mit dieser Karte, lieber Schütze, in einer Situation oder vielleicht auch zu einer Person, denn ich habe ja hier Löwe-Energie, eine neue Haltung einzunehmen. Also hier vielleicht auch deswegen hier nochmal meditieren, nachdenken, um vielleicht deine Haltung zu einer Situation oder zu einer Person zu verändern. Eine neue Haltung einzunehmen. Vielleicht hier auch etwas aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vielleicht auch etwas mit mehr Weitsicht zu sehen. Auch das nehme ich hier stark wahr, lieber Schütze. Dann schauen wir mal, was sich hier aus den Tarotkarten zeigt für dich. Die 5 der Schwerter, die 2 der Stäbe und die 2 der Münzen. Holala. Die 5 der Schwerter ist der Kampf. Ne? Ist der Kampf. Die 5 der Schwerter ist auch die Karte eines Kampfes. Es gibt keinen Gewinner, keinen Verlierer. Die 5 der Schwerter kann auch ein bisschen Selbstsabotage sein. Also vielleicht ist es notwendig, hier zu einer Person, zu einer Situation eine neue Haltung einzunehmen. Das nehme ich hier stark wahr mit den 5 der Schwertern. Also vielleicht geht es ja auch darum, zu erkennen, lohnt sich hier der Kampf noch für etwas? Ich habe hier ja auch Flucht oder Kampf. Interessant. Für was möchtest du kämpfen? Lohnt es sich hier noch für etwas zu kämpfen? Oder ist es vielleicht hier auch besser, das sein zu lassen? Das nehme ich hier stark wahr. Und dann habe ich hier zweimal die 2. Die 2 der Stäbe und die 2 der Münzen. Und ich nehme es hier so wahr mit den 2 der Stäben. Du bist hier noch auf der Suche nach dem richtigen Weg.
Denn bei den Zweiterstäben, da ist es so, wie wenn du an einer Wegkreuzung stehst und ja überlegst, in welche Richtung soll ich jetzt lang gehen. Man beobachtet hier vielleicht noch mal etwas, vielleicht beobachtest du, lohnt es sich hier noch für eine Situation zu kämpfen, nehme ich hier den Kampf für eine Situation noch mal auf, ändere ich meine Haltung, ne? Denn darum geht es ja auch zu dieser Situation. Bin ich bereit, hier noch für etwas zu kämpfen oder empfinde ich es auch als Niederlage? Akzeptiere ich es dann sozusagen? Und hier geht es darum, nochmal etwas zu beobachten. Das nämlich hier stark war. Man schaut hier vielleicht nochmal. Man hat sich hier noch nicht entschlossen, in welche Richtung man weitergehen möchte. Also man ist hier noch auf der Suche. Und mit den zwei der Münzen. Ja, da fehlt noch die Balance, ne? Zwei der Münzen ist so dieses Hin und Her. Etwas ist nicht ausgeglichen, etwas ist nicht ausgewogen, ne? Es gibt so ein Hin und Her. Vielleicht findest du da im Moment auch gerade das Gleichgewicht nicht. Also ich nehme es hier stark wahr, dass es hier eine Situation geben könnte, zu der es notwendig ist, dass du deine Haltung dazu veränderst, um hier den für dich weiteren Weg zu finden, um auch deine innere Balance, dein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich habe hier Münzkarten, hier kann es mit den Münzen natürlich auch um etwas Finanzielles, etwas Berufliches gehen. Und ich habe hier Stabkarten, Feuerzeichenkarten, also Feuerkarten, da geht es darum, hier jetzt in die Handlung zu gehen. Also es darf eine Entscheidung getroffen werden. Ich nehme es hier stark wahr, dass es notwendig ist, die Haltung zu einer Situation zu verändern, damit du den für dich richtigen Weg finden kannst und wieder in deine Balance kommst, in dein Gleichgewicht kommst. Denn du kannst ja nicht immer hin und her schwanken, einmal so und einmal so. Letztendlich, lieber Schütze, darfst du eine Entscheidung treffen. Möchtest du hier nochmal kämpfen, weiterkämpfen? Wir haben ja auch Schwertkarten, hier geht es auch stark um Kommunikation. Ne, möchtest du hier vielleicht die Kommunikation auch wieder aufnehmen? Möchtest du hier nochmal um etwas kämpfen? Oder akzeptierst du es so, wie es ist, um deinen weiteren Weg zu finden? Das nehme ich hier stark wahr, lieber Schütze. Schauen wir mal weiter, was sich hier noch zeigt. Ja, da habe ich die Lebensfreude. Du bist hier, um dein Leben zu genießen. Ja, das nehme ich hier stark wahr, lieber Schütze. Es geht jetzt darum, dass du dich dafür entscheidest, was dir gut tut. Ne? Das strahlt diese Karte hier auch aus. Und ja, hier nicht vielleicht noch länger hier einem Thema hinterherhinkst, das kriege ich ja auch so rein, sondern deine Haltung zu einer Situation veränderst. Denn ich habe hier keine Person, also es ist eine Situation, ja, wahrscheinlich hier vielleicht auch mit einer anderen Person oder mit anderen Personen, denn ich habe hier fünf Schwerter, ich habe hier zwei Stäbe und ich habe hier zwei Münzen. Also da könnten schon mehrere Personen vielleicht hier drin verstrickt sein. Und es geht jetzt darum, deine Haltung zu verändern, was dir gut tut. Du bist hier, um dein Leben zu genießen. Und ich nehme es stark wahr, dass du dich daran orientieren sollst, in welche Richtung du jetzt weitergehst. Etwas, was dir Spaß und Freude macht. Wir haben hier die reiche Ernte, ne? Und ja, vielleicht ist es auch gut so, sage ich mal so, wenn hier Ruhe einkehrt, ne? Wenn du hier wieder deine Balance findest, wenn du in deiner inneren Mitte wieder bist, ne? Denn hier geht es auch mit den zwei der Münzen, dass du hier aus einem Thema, vielleicht hier auch, ich krieg's hier so rein, ja, vielleicht wurdest du hier auch sabotiert. Also ich stelle es mal so in den Raum. Ich habe gerade das Wort Sabotage hier erhalten. Vielleicht ist das für jemanden wichtig. Vielleicht hier auch, dass du dich hier nicht länger selbst sabotierst oder selbst demütigst und eben den Weg gehst, wo du dein Glück, deine Lebensfreude findest. Das nehme ich hier stark wahr. Schauen wir mal weiter, was sich aus den Lenormand-Karten hier noch zeigt. Ja. Und da habe ich den Park, da habe ich den Klee und da habe ich den Ring. Und hier nehme ich es so wahr,
dass es hier neue Verbindungen gibt, ne? Also glückliche Verbindungen, Verbindungen, ja, die dich glücklich und zufrieden machen. Also du findest hier vielleicht auch neue Verbindungen. Der Klee ist eine kurze Karte. Der Klee steht für den Moment. Der Klee steht fürs Glück, ne? Und vielleicht hier wirklich in ein glücklicheres, besseres Umfeld zu gehen, dann wirst du hier auch neue Verbindungen finden. Auch das nehme ich hier stark wahr. Mit dem Ring kann es natürlich auch um das Thema Beziehung an sich gehen. Und dann nehme ich es hier stark wahr, dass man hier auch eine gute, glückliche Beziehung führen kann, wenn man hier vielleicht das Umfeld verlässt. Da schau aber bitte jeweils auf deine Situation. Verbindungen können natürlich auch berufliche Verbindungen sein, geschäftliche Verbindungen sein, freundschaftliche Verbindungen sein. Dann kann es ja auch sein, dass du hier in einem anderen Umfeld bessere Verbindungen findest mit dem Klee. Wenn es hier um Verträge geht mit dem Ring, dann kannst du hier auch gute Verträge abschließen. Na, wir haben hier eine allgemeine Legung, gehen wir so auf jedes Thema ein. Also dann kommt hier vielleicht ein Treffen, eine Begegnung zustande, wo du hier einen guten Vertrag abschließen kannst. Da wir hier das Haus haben und ich vorhin ja das Thema Umzug hier hatte, na, könnte es natürlich hier auch sein, dass du dir hier etwas anschaust. Vielleicht zeigt sich jetzt etwas, wo du, ja, wo du noch nicht kennst. Also, ne, im Moment ist es hier vielleicht noch im Unklaren und hier könnte sich dann etwas zeigen. Etwas könnte von außen auf dich zukommen, vielleicht übers Internet, vielleicht über eine Anzeige etc. Und dann könntest du hier vielleicht auch einen guten Vertrag abschließen für deine neuen Wurzeln, dass du dich hier neu verwurzeln möchtest. Auch das wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, schauen wir mal auf die Engelkarte. Der Engel der Inkarnation. Jede Inkarnation führt dich näher zu deinem wahren Selbst. Ja. Jede Inkarnation führt dich näher zu deinem wahren Selbst. Ich nehme es hier so wahr mit dem Engel der Inkarnation, dass du immer näher zu deinem wahren Selbst kommst. Das nehme ich hier stark wahr und schau auch mal, wie diese Karte leuchtet. Wir haben hier den Engel der Verkündung. Wunder manifestieren sich in deinem Leben und ich habe hier, das ist so eine richtige Strahlkarte. Also ich hoffe, du kannst es erkennen. Die strahlt wirklich. Und jede Inkarnation führt dich näher zu deinem wahren Selbst. Und ich nehme es hier so wahr, dass du immer näher zu deinem wahren Selbst kommst, zu deiner Authentizität, zu dem, wer du wirklich bist. Ja, sehr schöne Energie. Ja, wie gesagt, hier, richte dich nach dem aus, das kriege ich hier nochmal so rein. Lieber Schütze, nach dem, was dir Freude und Spaß macht. Denn du bist nicht hier, um dich demütigen oder kränken zu lassen, ne, dich aus dem inneren Gleichgewicht bringen zu lassen, sondern du bist hier, um den Weg zu gehen, wo du deine Erfüllung findest. Und dann steht dir hier auch eine reiche Ernte bevor. Schauen wir mal auf die Liebe. Was zeigt sich da? Da habe ich die Lebendigkeit. Ja, Lebendigkeit. Lebendigkeit in der Liebe, also etwas Schönes, etwas Lebhaftes, Freude, Spaß ist Lebendigkeit. Ne? Also hier auch Lebensfreude, Lebendigkeit. Ne? Also sehr schöne Energie. Ne? Das Leben genießen, lebendig zu sein, dich lebendig zu fühlen, auch in der Liebe. Und hier habe ich die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Ja, ja, einfach das hier vielleicht auch zu genießen. Ne? Sexualität zu genießen, ja, schau da bitte aber jeweils auf deine Situation. Ne? Denn hier haben wir ja auch, ich nehme es stark wahr, dass es hier nötig ist, dass du dich von etwas befreist und dich durch nichts aufhalten lässt. Ne? Aber wie gesagt, schütze Energie. Ne? Lass dich nicht aufhalten. Ja, lieber Schütze, eine interessante Legung für dich für den Juni und auch für dich möchte ich hier aus dem Göttinnenorakel noch eine Karte mischen. Welche Göttin, lieber Schütze, möchte dich begleiten im Monat Juni? Welche Göttin möchte dich
begleiten im Monat Juni. Ja, jetzt nehme ich diese hier. Und was haben wir da? Isis, die Auferstehung. Eine wunderschöne Karte, wie ich finde. Viel Bewegung ist da drin. Isis, die Auferstehung. Und ich lese dir vor, was da steht. Und die Karte, was mir jetzt auffällt, muss ich dir noch schnell mitteilen, hat die Nummer 11. Und die 1 steht immer für Neubeginne, Neuanfänger. Hier haben wir es auch, Neubeginn, Neuanfang. Die 11 steht im Tarot auch für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kehrt ein in eine Situation, abzuwägen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hier, ich nehme sehr stark wahr, dass es auch darum geht, vielleicht die Haltung zu dir selbst zu verändern. Das möchte ich hier noch hinzufügen. Das habe ich hier jetzt gerade noch so reinbekommen. Und ich schaue mal hier auf die 11. Was zeigt sich da mit Isis, die Auferstehung? Hier zeigen sich verborgene Talente, Intuition, Verbundenheit, Erleuchtung und Manifestation. Das hatten wir doch heute auch schon mal. Ja, und die Botschaft der Göttin Isis lautet für dich, lieber Schütze: Du hast die Macht, in dir alles zu manifestieren, was du dir wünschst. Mit Momenten der Stille und dem bewussten Verbinden mit der inneren Welt. Durch das ständige Praktizieren des Loslassens von Kontrolle und der Stärkung des Vertrauens in die Güte des Lebens und des Universums sowie dem Glauben an unbegrenzte Möglichkeiten. Eine wunderschöne Botschaft, wie ich finde, für dich, lieber Schütze, zum Ende dieser Legung. Und damit wünsche ich dir einen schönen Monat Juni. Lass es dir gut gehen, bleibe gesund. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, mir einen lieben netten Kommentar schreibst. Und ich freue mich, wenn du wieder bei mir dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.